Hi und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Nina, ich bin 38 Jahre alt, vierfach Mom und möchte euch gerne erzählen, wie es dazu kam, dass ich mein Elternhaus verkaufe, 700 Kilometer weit wegziehe, mit allen Turbulenzen, die dabei geschehen sind, möchte ich euch auf diese Reise mitnehmen. Und vor allem möchte ich eins, ich möchte euch Mut machen, euren Weg zu gehen. Mit allen Höhen und Tiefen ist es einfach so, dass wir uns so oft selbst im Wege stehen und uns nicht trauen, voranzugehen. Und da möchte ich euch einfach Mut aussprechen, weil zu mir hat jemand gesagt, Nina, was du da machst, das hat Pioniergeist. Und ich glaube, genau das gehört in diese Welt. Dass ich euch mitnehme, dass ich euch Mut mache, dass auch du, egal was alles an dir dranhängt, so wie ich, alleinerziehend mit 4 Kids, das auch tun kann. Wie alles begann. 15 Jahre ist es her. Stieg ich aus dem Flieger, nahm einen tiefen Atemzug und wusste, hier bin ich zu Hause. Ich wusste damals nicht, warum und weshalb mich dieses Land so berührte, aber ich wusste, dass diese Mentalität, diese Energie dort etwas ganz Besonderes ist. Ich bin nach Asien gereist, ich stieg in Thailand aus dem Flieger und die Menschen dort haben mich berührt. Damals wusste ich nicht warum, ich wusste auch nicht, was es war. Aus heutiger Sicht, mit der Spiritualität und der Energiearbeit, weiß ich einfach, dass es die offenen Herzen waren, dass ein Teil Lemurias dort versunken ist, dass die Energie dort einfach eine andere ist, dass die Menschen, obwohl sie nichts haben, trotzdem geben, dass sie füreinander da sind, füreinander einstehen. Ich kam zurück nach einer sehr langen Reise und bin einkaufen gegangen. Nach wochenlangen Linksverkehr habe ich noch nicht mal richtig angekommen, hier in Deutschland einem netten Herr auf dem Aldi-Parkplatz die Vorfahrt genommen. Es ist nichts passiert, aber dieser Mann ist aus dem Auto gestiegen, hat mich so angebrüllt, was mir einfallen würde und überhaupt. Und ich war so geschockt. Es war wie ein Kulturschock für mich, dass ich nichts antworten konnte, sondern einfach nur in Tränen ausgebrochen bin. Ich dachte, ich bin hier falsch. Ich kann hier nicht mehr leben. Diese Menschen sind so widerlich. Ja, und ich habe sie verurteilt. Ich habe sie richtig verurteilt. Vielleicht wissen Sie es nicht besser, ich will es jetzt auch gar nicht schön oder schlecht reden, aber für mich war das damals ein ganz einschneidendes Erlebnis, dass ich immer gesagt habe, irgendwann werde ich dieses Land verlassen. So, wie das so ist, ist man oft eingebunden. Da war die Oma, die gepflegt werden musste, für die ich immer da war, dann kamen die Kinder dazu. Dann geht man nicht. Man hat ja die Schule, man ist ja da eingegliedert im Vereinsleben, im Ort und so weiter. Die Idee wuchs und ich sagte immer wieder, wenn ich 50 bin, sind die Jüngsten 18, dann werde ich gehen. Warum warten? Warum warten, bis ich 50 bin? Kann ich es dann noch tun? Werde ich es dann noch tun? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich wusste vor über einem Jahr, dass ich Abstriche machen muss. Ich war mir dessen bewusst, dass ich mit 4 Kindern alleine sicher nicht über See auswandern werde. Und dass es eine andere Möglichkeit geben muss. Jedoch stand ich immer mit dem Fokus in den Süden. Mein erstes Channeling 2018 im Dezember zeigte mir Cuxhaven. Und ich wusste damals nicht, was es bedeutet. Ich dachte, okay, werde ich irgendwann dort
eine Veranstaltung machen, keine Ahnung. Es war eine Zukunftsperspektive und es stand Cuxhaven drauf. Und letztes Jahr im August bin ich zum ersten Mal in den Norden gefahren und habe die Birte besucht. Kleiner Schwank, Birte ist meine herzensliebste Kollegin, mit der ich zusammen Spirit Evolution führe. Und wir hatten uns bis dato noch nie live gesehen. Wir haben uns über einen Online-Kurs kennengelernt und über Instagram dann connected und haben da schon fast ein Jahr zusammengearbeitet und uns noch nie live gesehen. So, ich bin dann im August hochgefahren und habe sie besucht. Wir waren mega aufgeregt, uns das erste Mal live zu sehen. Wir wussten ja nicht, mögen wir uns in echt? Aber es war alles super. Im Gegenteil, es war so krass super. Also ein Mensch, der, wir haben sofort harmoniert und irgendwie ja, sind wir uns überhaupt nicht auf die Nerven gegangen, was sehr untypisch für uns beide ist, wenn wir länger mit jemandem zusammen sind. Kurzum, ich war im Norden, wir haben dort eine kleine Veranstaltung gemacht, haben uns getroffen und mit Kunden und alle sagten so, Nina, du gehörst in den Norden. Und ich, nein, ich liebe dieses Dorf, ich liebe mein Haus, ich gehöre nicht in den Norden, also wenn, dann gehe ich in den Süden. So, aber irgendwie hat es mich doch ein bisschen angetriggert, muss ich sagen, diese Vorstellungen, zusammen dort oben zu wohnen, zusammen noch mehr kreieren zu können vor Ort, hat mich schon ein bisschen gereizt. Und da wurde mir einfach bewusst, vielleicht muss ich Abstriche machen. Vielleicht werde ich nicht gleich Übersee reisen, aber vielleicht werde ich einfach von hier mal weggehen. Irgendwann. Weil jetzt sind die Kinder ja noch klein und die gehen auch hier zur Schule und sind hier in den Vereinen und ihre Väter wohnen hier. Das ist nicht möglich. Ich kann nicht hier weggehen. Na, so ist es dann passiert, dass ich so ungefähr jede Ferien hochgefahren bin zu Birte zum Arbeiten, wieder runtergefahren bin. Dann bin ich jedes zweite Wochenende hochgefahren und an Ostern war dann der Moment, als mein Sohn sagte, Mama, warum ziehen wir eigentlich nicht hier hoch? Und ich dachte, weiß ich auch nicht so genau, eigentlich ja, wegen euch, was ich eigentlich nie so aussprechen wollte. Ich habe das auch nie geäußert, dass ich gehen möchte, weil ich sie nicht in einen Zugzwang bringen wollte. War es dann, dass ich jedes Mal, wenn ich heimgefahren bin, mir es richtig, richtig schlecht ging. Also oben war alles gut, ich war happy, ich war glücklich, ich war viel mehr ich war viel freier, viel lebensfreudiger. Ja, ich war einfach Nina und ich bin runtergefahren und ich habe Kopfschmerzen gekriegt, ich habe Rückenschmerzen gekriegt, ich habe mich wie down gefühlt, in der Stagnation, völlig antriebslos und ich dachte, was ist denn mit mir los? Bin ich kaputt? Was stimmt mit mir nicht? Und da habe ich dann festgestellt, es ist schwierig aus dem Familienkarma auszusteigen, wenn du immer wieder in dieses Haus reingehst, das deiner Familie gehört hat. In den Wänden ist alles gespeichert, was irgendwann mal war. Und da kannst du so viele Reinigungen machen, wie du willst. Ich glaube, das geht in einem fremden Haus super gut. Aber im eigenen Haus, wenn du da Dinge erlebt hast, wirst du immer wieder diese Kinderversion annehmen. Und so fühlte ich das auch, dass ich jedes Mal, ich meine, gut, mein Kinderzimmer ist mein Esszimmer. Ich fühlte das, dass wenn ich hier reinkomme, dass ich diese Kinderversion von mir annehme, aus der ich längst rausgewachsen war, aber ich konnte es nicht kontrollieren. Ich war plötzlich wieder diese alte Version. An manchen Tagen lief es gut, und an anderen Tagen, in denen ich nicht so gut drauf war, hat es total überhand genommen. Und so dachte ich, ja, ich glaube, es ist Zeit. Es ist Zeit, all das loszulassen und zu gehen. Das wiederum hat unheimlich viel Schmerz ausgelöst, weil ich gedacht habe, ich kann nicht der Oma ihr Haus verkaufen. Ich kann doch hier nicht alles aufgeben. Ich kann doch hier nicht einfach weggehen. Ich bin hier aufgewachsen. Ja, ein riesengroßer Loslassprozess. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich geweint habe. Und gleichzeitig hat es sich richtig angefühlt, es zu tun. Und nach diesem dunklen Tal von Abschied war mein Pioniergeist erst richtig geboren. Ich dachte, ja, ich mache das. Ich spreche mit den Vätern und frage, ob das in Ordnung wäre und werde nach Bremen ziehen.
Wie das alles weiterging, erzähle ich euch in den nächsten Videoclips mit allen Höhen und Tiefen und welche Prozesse ich durchlaufen bin, welchen Widerstand ich ankämpfen musste und welchen Gegenwind ich abbekommen habe. Abonniert gern meinen Kanal Feuer, Flamme, Licht. Ich gehe meinen Weg, dass ihr nichts verpasst, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Mahalo, uke, akua. Bis bald, eure Nina.